Herzlich willkommen zum Heimkino-Raum Club und heute mit brandaktuellen News. Wie ihr gerade eben mit mir zusammen sehen konntet, hat JVC einen Teaser veröffentlicht über die neuen Projektoren für 2021 und somit wissen wir, es wird bald neue Geräte geben. Die Informationen sind sehr, sehr spärlich, aber nichtsdestotrotz haben wir zumindest etwas Material bekommen und hier unten in der Titelbeschreibung sehen wir auch 8K Laser HDR. Es wird also mega, mega spannend. Und ich habe für euch heute auch schon mit JVC telefoniert, um eben nachzufragen, gibt es noch ein paar Informationen, die ich schon preisgeben darf, die ich euch schon verraten darf, um das Warten ja eigentlich noch fast noch dringender zu machen, beziehungsweise vielleicht. Kann der eine oder andere jetzt schon eine Entscheidung treffen? Somit ähm, sehen wir uns jetzt gleich und ich gebe euch ein paar Fakten mit an die Hand zum neuen JVC Lineup 2021. Wir wissen also, dass die neue Serie 8K HDR fähig sein wird und eben mit der Lasertechnologie bestückt sein wird. Und da können wir uns alle denken, diese Geräte werden nicht günstig sein. Und deshalb wird der neue Einstiegspreis mindestens bei knapp über 10.000 Euro liegen. Und zudem muss man auch sagen, JVC hat hier den Fachhändlern schon mitgeteilt, möglicherweise wird es auch noch eine Erhöhung der Preise geben, der neuen Geräte eben. Somit wird der Einstieg in diese 8K Laser HDR-Welt nicht günstig werden. Und wir wissen natürlich auch alle, kommt eine neue Serie, wird also eine alte Serie abgelöst. Und genau hier ähm, liegt der Hund begraben. Denn möglicherweise würde es sich für den einen oder anderen lohnen, eben noch auf die aktuelle N-Serie zurückzugreifen. Denn hier geht es um bewährte 4K-HDR-Projektoren und genau Geräte. Mein persönlicher Favorit, der JVC N7. Solche Geräte wird es dann auch nicht mehr geben. Es ist recht ähm, so eine Besonderheit wie einen DCI-Filter, der da verbaut ist sich in den Lichtweg einfahren lässt, um eben den Farbraum zu erweitern. Da habe ich speziell nachgefragt, das wird es nicht mehr geben. Und eben auch diese Preisklasse wird nicht mit einem Lasergerät zumindest ähm, bedient werden. Und somit kann man auf jeden Fall sagen, klingt das nach ähm, einer guten Möglichkeit noch auf diese aktuelle wirklich gute Serie zurückzugreifen. Diese Projektoren findet ihr bei uns auch in der Ausstellung. Also macht einen Termin aus, kommt vorbei und seht euch das mal an. Denn für 5.500 Euro kriegt man hier von JVC eben ein Gerät, der noch die aktuelle ähm, oder den aktuellen Standard eben erfüllt. Wir kriegen ja auch noch keine 8K. Ähm, Quellen so einfach her. Deswegen könnte ein 4K-Projektor hier von JTC für 5500 Euro mit Sicherheit noch sehr, sehr interessant sein. Seht euch das mal an. Ich würde echt äh, meinen, da sollte man noch mal in sich gehen, denn wenn diese neue Preis. Klasse, diese neuen Geräte da bei 10.000 Euro beginnen, ist das schon eine ordentliche Ansage und die alten Geräte werden dann somit nicht mehr verfügbar sein. JVC hat auch hier schon gesagt, eben, es sind nicht mehr viele Geräte aus der N-Serie am Lager, was bedeutet, das wird also ein schöner nahtloser Übergang zur neuen Serie werden. Wir werden hier diese alten Geräte nicht irgendwie in einem Preisverfall online sehen und dann werden die euch hinterhergeschmissen. Das wurde schon alles angekündigt und auch genau deswegen will ich ähm, hier dieses zeitige Video zum neuen Teaser bringen. Denn hier muss man wirklich entscheiden, ob sich die neue Serie lohnen wird für, mit 8K Lasergeräten. Dazu gibt es dann Infos am. Normalerweise, also mir wurde gesagt, am 1. September. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Tag das ist, aber da darf man auf jeden Fall dann mit neuen Infos zur neuen Serie rechnen. Bis dahin müssen wir oder dürfen wir auf jeden Fall gespannt bleiben. Ich hoffe, ich konnte euch hier so ein paar Infos geben. Findet ihr diese News auch interessant? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Seid ihr auch ähm, so gespannt drauf, die neue Serie dann live zu erleben? Gebt mir euer Feedback. Wir sehen uns bald wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal.